So, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go und ich weiß, alle warten auf die Raid am Mittwoch-Folge, die gestern schon kommen sollte, kam wieder nicht, weil gestern wieder was anderes dazwischen kam, Giratina in der Urform, die fliegende Made und heute Raid am Mittwoch, am Donnerstag, aber nicht jetzt, sondern später und ich muss auch gleich los zum Raid, der Kenny wartet nämlich schon und da gerade ist auch noch der X-Raid und wieder mal viel los, später noch auf Arbeit und jetzt muss ich erstmal fix ein Video hier noch reinquetschen. Das ist schon älter, das war schon vorbereitet. Also nicht wundern, da rede ich auch von Raid am Mittwoch und dass ich gerade komme vom Dialga Raid. Es gibt kein Dialga mehr, ich weiß, aber nur zur Erklärung. Habe ich schon länger gedreht, konnte ich noch nicht hochladen, ist aber in der Raid am Mittwoch Folge dann auch dabei, das Thema. Deswegen muss ich das vorher noch raushauen. Deswegen jetzt zur Überbrückung dieses kleine Video und später gibt es dann die Raid am Mittwoch, am Donnerstag Folge. Boom! Hey! Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und kennt ihr das? Ihr guckt euch Videos an von irgendwelchen komischen YouTubern, die Pokémon Go spielen, die kommen zum Raum rein. Und ihr denkt euch nur so, ach so, und wer hat bitte schön die Kamera angemacht? Vorher? Mysteriös. Nein, aber darum geht's nicht, denn ich war gerade draußen. Ich wollte eigentlich meine Folge Raid am Mittwoch jetzt aufnehmen, weil heute Mittwoch ist. Wenn ihr das seht, ist wieder irgendwas. Und dann haben wir noch schnell einen Dialga-Raid gemacht. Ja, Dialga war noch da im Endspurt. Und jetzt habe ich einfach ein 23.02er hier drauf auf dem großen Account, auf dem Eiverschaf bekommen, also nicht bekommen, denn wir müssen das jetzt noch fangen. 15 Bälle und ich habe gedacht, das lasse ich mir nicht entgehen, das screene ich ab, das machen wir live, das mache ich mit euch und ich bin total aufgeregt und dadurch, dass die Aufnahme läuft, sackt natürlich wieder das ganze Handy rum. Wir haben auch genügend goldene Beeren. Stellen erstmal unseren Kreis ein. Boah, und das hüpft wie bekloppt. So müsste es reichen. Jetzt versuchen wir das einfach mal einzutüten. Ganz spannend. Wir warten, bis es angreift. Na los. Los. Greif an. Hör auf zu hüpfen. Ja. Und dann. Okay, und dann verkacken wir es erstmal ordentlich. Aber wir haben ja noch 14 Bälle übrig. Und da müsst ihr einfach nur ein bisschen, ihr seht, das hängt voll hinterher, da macht das Fangen auch gar keinen Spaß. Aber kein Problem, wir lassen uns nicht ärgern, denn wir haben immer noch 13 Bälle. Und wir, ich sehe das immer bei anderen, wie die werfen, die nehmen das und machen die ganze Zeit, nach 5 Minuten lassen sie dann los, was total sinnlos ist. Denn ich mache immer wie so eine 8, ich mache einfach und dann werfe ich, das ist doch viel eleganter und sieht nicht so übertrieben heftig aus. Aber wir warten, bis es angreift. Und dann ziehen wir diese sogenannte 8. Ich hoffe nur, der Ball bleibt nicht wieder hängen. 1, 2 und hoch. Zack, einfach fabelhaft. So geht's, so müsst ihr das machen. Und das einfach dann 100 Mal in der Hoffnung, dass es irgendwann drinnen bleibt. Ist auf jeden Fall nicht stressig und die Alga lässt sich eigentlich richtig gut fangen, vorausgesetzt es bleibt drin, aber das Treffen ist eigentlich kein Problem. Gut, der erste Wurf war jetzt halt natürlich richtig verkackt, eben weil es so gehangen hat. Aber das liegt am Handy, das liegt nicht an mir, hör auf damit. 23.02, ihr seht, da hat es auch wieder gehangen, aber es ging noch durch. Das müsste also ein 98er sein mit 15, 15, 14, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist richtig gut. Ich hatte ja die ganze Zeit kein gutes. Nein, jetzt ist es in der Luft hängen geblieben und jetzt ist es nichts. Nicht mehr großartig, gar nichts. Es ist einfach nur Mist. Aber wir haben ja immer noch 9 Bälle. Und vielleicht sollte man den Kreis auch nochmal neu einstellen. Oder gucken, dass er so tut wenigstens, als würde er sich einstellen. Wie das hängt. Ich glaube, ich brauche ein iPhone. So, wir lassen jetzt mal so. Ich hoffe, das ist einfach fabelhaft. Und wir zeichnen wieder unsere 8. Und da ist er wieder drin. Alles wieder gut. Wir sind zurück im Geschäft. Die Dialga kann uns gar nichts. Na gut, aber es bricht trotzdem aus. Aber wir haben immer noch 8 Versuche, das mitzunehmen. Na los. Greif an.
Und wir zeichnen wieder die 8. Und wir werfen ganz entspannt, ungemütlich. Habe auch schon andere gesehen, gerade wenn der Ball wackelt, da tippen die permanent auf den Ball drauf in der Hoffnung, dass es dann drin bleibt. Aber das bringt eigentlich überhaupt nichts. Jetzt ist es aber drin. Ihr seht, richtig gute Sache. 3 Bonbons, 100 Staub, 23,02. Wir bewerten es mal kurz. Kann es im Kampf mit allen aufnehmen. KP ist seine beste Eigenschaft, auch Angriffswert ist klasse. Die besten, die ich je gesehen habe. Okay, ich nehme alles zurück. Nicht Angriff und Verteidigung auf 15, aber KP und Angriff auf 15. Trotzdem beide Werte auf 15. Richtig gute Sache. Immer noch ein 98er und ja, so muss es sein. Wir gucken uns nämlich nochmal kurz an. Oh, The Olling Ling, ach und du seid super Freunde. Wir gucken uns aber jetzt nochmal kurz an. Die Jalga, da haben wir nämlich, nicht mit Wetterboost, sondern den normalen. Hey, wo ist mein Jalga hin? Bin ich jetzt bekloppt? Ich hatte doch ein... Ach nee, das war doch gar nicht. Ich hatte doch am Community Day auf dem kleinen Account ein 98er und der große hat doch nur ein 96er mitgenommen. Genau das hier war das Beste, was ich jetzt hatte, das 2297. Am 25.03. und jetzt eben das 23.02 am 27.03. Und ihr wisst alle, die Jalga ist nur noch bis zum 28. da gewesen und am 27. noch das 98er mitgenommen. Perfekt, besser kann es nicht sein und das kommt sowieso auf über 4000 WP und das werden wir vielleicht auch maxen. Obwohl, was heißt vielleicht? Wir werden es maxen und das machen wir jetzt einfach zum Abschied. Obwohl, da fällt mir gerade auf, wir können es gar nicht maxen, weil wir haben nur 112 Bonbons. Da es ja die erste Welle von Dialga ist, habe ich nicht so viele gemacht und habe jeden Tag wirklich nur eins gemacht und nicht 100 Stück. Und ja, Sonderbonbons haben wir, glaube ich, auch keine mehr. Ich schaue mal kurz, 6 Stück, okay. Die tun wir mal hier drauf. Jetzt haben wir 118, aber wir können es gar nicht maxen. Also nehmen wir das 98er einfach mit. Vielleicht fangen wir morgen noch eins. Und sobald wir dann die Bonbons zusammen haben, machen wir aber eine Folge und maxen das natürlich noch und schauen, wie es über 4000 WP erreicht, das 98er. Richtig gute Sache auf jeden Fall. Ihr könnt ja auch mal reinschreiben, ob ihr ein 98er bekommen habt oder ein 100er oder was euer bestes Dialga ist. So zum Abschied, Dialga, wir halten dich in Ehren und ja, ich mache mal einen Haken dran, also ein Sternchen, so muss das sein. Das war es trotzdem von mir aus jetzt erstmal. Da ist auch noch das Lucky, was ich bekommen habe. Ja, aber das hat nicht so gute IV, deswegen würde ich natürlich einiges sparen, aber habe ja trotzdem keine Bonbons. Aber wurscht, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.